Das heißt Klimawirtschaftswunderplan. Der Plan der Professoren ist also, viel Geld generieren und die davon 90% rüber ins Klima, sodass wir Kohlestopp 26 schaffen können, was ja nicht ganz billig ist. Kohlekraftwerke entschädigen, stilllegen, erneuerbare Energien hochfahren. Ihr wisst, was das kostet. Je schneller man das macht, desto teurer wird es. Ne? Und dafür braucht man Geld. Und jetzt Grundidee, woher holen die Professoren das Geld? Ich sage euch kurz was dazu, zu einer von 20 Reformen. Und dann sagt ihr, was ihr so darüber denkt als Menschen und Bürger. Ja? Und als Fridays for Future-Fan natürlich auch. Stellt euch vor, da vorne wäre jetzt meine Hausarztpraxis. Mein Hausarzt würde mir in Zukunft, er würde erstmal befreit werden von dem ganzen Papierkrieg, den er immer zu machen hat. Er würde spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, einen eigenen Sportverein als Gesundheitssportverein mir kostenlos anbieten, weil wir ja alle Krankenversicherung, eure Eltern zahlen ja alle Krankenversicherungsbeitrag. Es wäre für uns alle kostenlos. Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter. Die älteren Leute kommen wieder raus, fangen wieder an, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Es entsteht so ein Health Club, so ein Gesundheitsclub. Das alles kostenlos für uns. Und wenn ich nie krank werde, für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt mein Hausarzt dann eine großzügige Ausschüttung von meiner Krankenversicherung, sodass er also quasi belohnt wird, je gesünder wir werden und je seltener wir krank werden. Und die chronisch Kranken, da wird er belohnt, wenn die schwer krank sind und wenn die etwas weniger, vielleicht durch seine Maßnahmen, etwas weniger Tabletten brauchen, etwas weniger schneller krank werden als chronisch Kranke so im Allgemeinen werden, kriegt er auch daraus schon Gewinne errechnet und kriegt Prämien ausgeschüttet. Und damit machen wir, der Arzt Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, sagt, 70 Milliarden können wir locker jedes Jahr plus machen durch diese Reform. Locker, mindestens 70 Milliarden. Und wenn wir davon schaffen, 60 Milliarden rüber ins Klima zu tun, 60 Milliarden, damit schaffen wir so 4 Kohlekraftwerke stillzulegen, die erneuerbaren Energien hochzufahren und haben noch 20 Milliarden übrig für andere Ziele. Ja? Zum Beispiel Autos zu ersetzen durch emissionsfreie Autos oder sonst wie. Wie klingt dieser Ansatz, den ihr wahrscheinlich auch zum ersten Mal hört? Alle meine Interviewpartner haben ja davon noch nichts gehört. Wie klingt das für euch erstmal so? Ja, also es klingt sehr schön und wäre auch toll, wenn es auch umgesetzt werden wird. Klingt aber auch sehr lange, weil es ist ja ganz schön viel Geld und wir, ja, also ist die Frage doch, wie lange es dauern wird. Die Frage ist, die Professoren sagen, sie können vielleicht schaffen, 50 Milliarden innerhalb des ersten Jahres zu generieren, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir talken jetzt in, stellt ihr euch vor, Greta wäre jetzt hier, die Journalisten wären alle rum, die Merkel wäre vielleicht mit dabei in der Pressekonferenz, ja, und dann würde Greta sagen, yes, let's discuss about it. Also lasst uns alle weltweit darüber diskutieren, kontrovers, ob dieser Klimawirtschaftswunderplan das Modell für die gesamte Welt dann am Ende sein könnte. Ja? Und dann, liebe Frau Merkel, können Sie mir, dear Mrs. Chancellor, können Sie mir versprechen, dass Sie wirklich 90% der neu erwirtschafteten Gelder durch die Professoren, die das alles ja kostenlos machen, können Sie uns versprechen, davon 90% in die Klimaziele zu schicken, und zwar in unsere Klimaziele und nicht irgendwelche? Ja? Können Sie uns das versprechen? Und dann sagt Frau Merkel, ja, okay, wenn da wirklich neues Geld in die Kasse kommt und alle entschädigt werden, niemanden brutal wehgetan wird, alle mitgenommen werden, warum, dann kann ich euch versprechen, alles, was da übrig bleibt, schicke ich euch rüber ins Klima. Ne? Und das wäre der Weg. Und jetzt zum Tempo, zur Tempofrage. Wie schnell geht das? Stellt euch vor, jetzt wird 3 Wochen in jeder Talkshow darüber diskutiert. Die Journalisten gewinnen eine Meinung darüber. Und dann sagen die, warum nicht machen? Und dann sagt Frau Merkel, ja, kommt doch mal vorbei. Die ist so der ehemalige Bundesminister, ist ja eine ehemalige Kollegin von ihr, ja. Und kommt doch mal mit eurer gesamten Professorenmannschaft vorbei und wir setzen uns zusammen mit Minister Spahn und Ministerin Klöckner, Landwirtschaftsministerin, und gucken, wie wir Deutschland neu gestalten zusammen. Und dann ziehen wir das durch und machen das, und vielleicht kriegt der Arzt schon die Nachricht, in 3 Monaten geht's los, die Reform startet. Ja? Und ab da, dann machen die Ärzte kostenlose, die Professoren machen kostenlose Gesundheitskurse im Fernsehen, sodass der Arzt sich kostenlos weiterbildet. Kann, muss nichts dafür bezahlen, und wir alle können schon im Fernsehen lernen, wie man sich gesund ernährt, gesund einkauft und so weiter, wie man gesund Sport macht und so weiter, wird alles im Fernsehen kostenlos gezeigt, und dann weiß der Arzt, aha, in 3 Monaten ist Stichtag, ab dem Moment muss ich fit sein in der Prävention von Krankheiten. Ja? Das kann alles sehr schnell gehen, es kommt aber auf euch drauf an. Es kommt darauf an, ob ihr schnell seid, denn die Professoren sind in Startlöchern, die warten seit Wochen drauf zu starten. Ja?
Entscheidend ist, ob ihr schnell genug seid, ja?